Dinger. So, kann man schöne Bretter rausschneiden. Hallo, morgen, ich bin's wieder, Micha, Autoaktiv. Heute auf dem Weg zum Forte do Saccio. Das ist irgendwie ein Fort. Irgendwie aus dem Ersten Weltkrieg, glaube ich, da haben die Österreicher auf ihre italienischen Kollegen geschossen, von da oben aus. Das wollen wir uns mal angucken. Okay, wenn ihr Interesse habt, kommt einfach mit. Auf geht's. Eine kleine Wanderung von dorthin von 1,5 Stunden. Gut, das werden wir sehen. Viel Spaß. Wenn wir jetzt da hinten, wo wir geparkt haben letztens, bei dem Forsthaus da, weißt du? Wo ich ausgestiegen bin und was gesucht habe. Ja. Da geparkt hätten, wären wir von dem Weg gekommen. Da. Oh. Ja. Forte do Saccio, genau. Geil. Das will ich gesehen haben, hier müssen wir warten. Von Peter die Peske. Nicht fangen, okay. Genau. Nicht klauen. Hier darf nicht geklaut werden. Da sind noch keine Fische. Ja, weiter geht's. Hier wachsen hier diese blauen Blümchen. Forte do Saccio. Keine Pilze sammeln, siehst du? Ja. Sind eh noch keine da. Ja, so kann man die Bäumchen auch nutzen, als Stapelhilfe. Warum nicht? Oder habe ich vorhin gesagt, es gäbe noch keine Pilze?
Flöte gepfiffen. Da sind sie. Welche auch immer. Baum mit Loch, mit Guckloch. Da sind sie zusammengewachsen, das fällt von unten gar nicht auf. Da drehen sie sich ineinander, oben gehen sie wieder auseinander. Und haben uns ein Guckloch gelassen. Ja. Na, hier kann man ein bisschen was sehen. Da fließt er dahin. Hier gibt es fleißige Waldarbeiter. Überall so kleine Häufchen mit dem dünnen Geäst. Alles schön sauber. Ja, die Italiener. Teilweise auch schöne, schwere Bäume bei. Ne? So, wo sind die Wildtiere hier auf der Lichtung? Ja, ja. Ich hätte das vorbestellt. Ich habe vorher gesagt, ich hätte gern Hirsch, einen Gams und einen Elch. Mhm. Ein Bärenwolf. Alles, was hier so gibt. Speicher bestimmt. Sehr schöner Bergwald. Super ruhig. Nichts mit dem Vögelchen zwitschern. Ach, hier gabeln sie schon wieder. Wo wir lang müssen. Ich tippe hier mal noch weiter hoch. Die Richtung geht's. Da hoch weiter. Zum Forte Dosaccio. Oder Dosaccio. Oh, da vorne sieht aus, wie eine Höhle wäre oder sowas. Müssen wir durch den Tunnel. Ah ja, hier geht's dann los, ja. Mit der Geschichte. Die Sperre von Panevaccio bestand aus zwei Panzerbunkern, Desaccio und Busso. Und hat die Aufgabe, die Invasion der Italiener aus dem Fleimstal zu finden. Die haben dann den Weg hier nochmal gesichert. Hier haben die Herrschaften dann drin gestanden vielleicht. Hm. Drin dann irgendwo, da waren wir ja vorgestern, wo dieses Skigebiet ist da, dieses, wo es bergauf aufging und nicht mehr wollten, dann nur zurückgegangen sind. Skigebiet. Lucia oder so ähnlich. Mhm. Irgendwelche Restbestände. Klar, egal. Welche Mauerreste.
Wir nähern uns dem Ziel, schätze ich mal. Zwischen Mai 15 und November 17. Österreich-Ungarisch und italienische Truppen. Die Italiener haben sich zurückgezogen. Ja, Unterschlupf in den Felsen haben wir gesehen. Kolprikon, da oben, wo wir zu den Seen wollten, die hießen Kolprikon-Seen. Das ist wahrscheinlich der Gipfel, der dahinter ist, ja, okay. So, im Hintergrund kann man sehen, wir sind gleich oben. Also was heißt oben? Am Forte sind wir. Mal gespannt, ob hier was los ist. Also von der Seite hier sind wir die ganze Zeit 1,5 Stunden einmal ein paar Mountainbikern beim Abweg begegnet. Das war's. Es gibt noch einen Weg von der anderen Seite hoch. Der ist ein bisschen länger. Vielleicht sind da welche hochgekommen. Tja. Überlaufen ist es zumindest mal nicht. Ich weiß gar nicht, ob man auch innen reinkommt. Die waren mal irgendwann am Bauen im letzten Jahr oder so. Habe ich zumindest mal so gelesen. So, da wären wir. Am Forte do Saggio. Hier hat der Krieg vor 100 Jahren getobt. Wo sind wir hier? 1838 Meter immerhin. Ja, Freunde, angekommen am Forte do Saggio. So circa 1,5 Stunden Aufmarsch. Aufmarsch. Marsch nach oben. Relativ, ja, gut zu gehen. Kein Problem eigentlich. Geht stetig bergauf. Auf guten Wegen. Kein Problem. Wer sich also nicht nur für die Berge, sondern auch ein bisschen für Geschichte interessiert, sollte hier mal hochlaufen. Gut, wir schauen uns die Geschichte jetzt mal an. Wenn ihr Interesse habt, kommt mit und schaut mal. Kann man scheinbar noch nicht wirklich rein. Wir können ja mal gucken, was geht. Ich guck mal irgendwo hin. Aber hier und da. Mal schauen. Da überall Löcher, da war bestimmt mal Gitter vor, früher mal. Gut, sehe ich ein. Ja, von hier aus haben wir dann den Pass verteidigt. Ach, da läuft doch jemand rum, wer hätte das gedacht. Ja, da hinten am gegenüberliegenden Hang, Wasserfall. Und da unten sind wahrscheinlich so Löcher, wo die Kanonen drin standen. Und daraus hat man geballert. Auch geballert. Sieht, so wie es aussieht, haben sie alles aufgeschüttet hier oben. Um das gerade zu kriegen, einigermaßen. Kann man Wasserfall ein bisschen näher sehen? Ja, ja. Da rein, ob da rein kann. Glaube ich nicht. Aber versuch's. Mal gucken, was da ist. Wahrscheinlich nicht. Nee. Nee. Geht auf die Treppe hoch. Ich dachte, man könnte vielleicht noch mal irgendwie ins Innere rein. Da. Vielleicht geht's ja noch. Da kommt ja eine komische Aussicht.
Dienstag. Okay, schön. Sag mal gucken hier. Was das jetzt ist hier. Ob das irgendwie. Das riecht nicht. Das auch nicht. Also irgendwas Gewürziges ist es nicht. Sieht halt gut aus. Dass so alles in der Wand wächst. Schade, man kommt nicht rein, ey. Ja, wir sind eh vor der Zeit, das ist ja das Problem. Ja, da ist ein kleiner See. Schön. Tja, wir können halt hier die Ruhe genießen. Mit dem Nachteil, man kommt nicht rein. Ob man überhaupt reinkommt, weiß ich gar nicht. Aber ich glaube ja. Aber die Schuhe ausziehen. Ich muss auf alle Fälle gleich da hinten rumlaufen. Aber hier haben sie ja nichts gebaut. Da haben sie wohl. Ja, das war so. Was in den Fels gesprengt. Ja. Und da oben dann drauf. Oben drauf gebaut. Und daneben angefangen. Ja. Weil wenn du hinten siehst, so diese Plattform, also wenn du da hinten dran vorbeiguckst, wo die Kanone, wo ich angeblich Kanonen gesehen habe, da ist ja auch so angeschüttet alles. Dass sie da hinten eine freie Fläche hatten wahrscheinlich. Ich muss jedenfalls da hinten hin. Nochmal gleich. Da ums Ding rumlaufen. Hier ist ein so ein Gummischnippel hier abgefallen. Der liegt da durchgefallen. Wo? Da hinten. Ja, da geht doch hin. Ja, muss ich ja erstmal außen rum. Ach so. Jetzt komme ich da nicht hin. Ja, ja, klar. Also hast ich könnte. Wo er ist? Ja, ja. Ich könnte ja ein bisschen klettern, aber. Wir gehen immer da hinten rum noch, dann sehen wir noch was. Ja, weitere Geschichten oder Informationen zu diesem Ort hier werde ich euch mal, verlinke ich euch dann unten in der Box später mal. Ich weiß nicht, was ich bis jetzt erzählt habe, aber es heißt Forte do Saccio und wir verabschieden uns wieder. Es geht wieder nach unten. Auf geht's. Ciao. Da. Die versucht gerade so einen dicken Stein oder was auch immer das ist, zu packen und wegzuschleppen. Na los, streng dich mal ein bisschen an. Eben warst du schon mal besser. Kann man schlecht packen, ne? Ja, so geht. Guck. Doch ein bisschen frisch am Rücken so. Die zwei ehemaligen Bäume hatten sich wohl lieb. Hat ihn schön umarmt hier. Das hier sollte eigentlich doch ein Enzian sein. Sieht zumindest so aus. Im Gegensatz zu diesen
Dingern hier, das ist was anderes. Farblich ähnlich. Wächst, glaube ich, noch mehr ins Jahr. Schön, haben wir den auch mal gesehen. In freier Natur. Es fehlt noch das Edelweiß. So, unsere heutige Wanderung geht dann gleich die Mem entgegen. Ich denke mal, so viele Stündchen sind wir wieder unten am Auto. War doch ganz nett. Schöner Wald. Wunderbar. Ganz gemütlich zu gehen. Hat Spaß gemacht. So, ich hoffe euch auch. Wenn es euch gefallen hat, gerne mal einen Daumen hoch. Was noch viel wichtiger ist, kommt mal her, guckt euch die Geschichte selbst mal an. Ist ganz interessant. Okay, vielleicht gehen wir gleich noch mal ein bisschen runter an den Stausee. Ich habe jetzt nicht im Kopf, wie er heißt, reiche ich nach, kein Problem. Ansonsten, wie gesagt, Daumen hoch. Oder auch gerne mal ein Abo, dann verpasst ihr nichts. Und wir sehen uns, wie gewöhnlich, irgendwo aus Deutschland. Aber vermutlich erstmal wieder aus Italien. Aus den Dolomiten. Aus dem Val di Fiemme. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Micha. Macht's gut. Und der Bart wächst und wächst. Hilft ja nichts. Und nicht vergessen, Anregungen, sonstige Geschichten, die euch zu dieser Tour einfallen, interessieren, was auch immer. Oder irgendjemand weiß, welche Pflanzen das waren. Immer gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich würde mich freuen, was von euch zu lesen. Bis dann, ciao.